Moin, liebe Leute, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Stranded Deep. Ich traue dem Ganzen immer noch nicht, ich werde es niemals machen, dem zu trauen, einfach OBS blind zu vertrauen. Das geht ja gar nicht. So, pass auf, jetzt heute angesagt, das ist die ganzen Speere, alter Vater. Sollte sich da noch ein Hai rumtreiben, dann holen wir uns den auch nachher hier auf diesen anderen Schiff. Da sieht das gut aus. Aber, ach so, es treibt sich hier in einer Reihe um. Oh Gott. Na dann. Erstmal möchte ich mich hier um dieses Wrack kümmern. Dann hätten wir, glaube ich, auch alles geschafft. An Wrackes. Das ist ja schon. So ein Felsen drauf gestört oder was? Wow, ich bin eingebackt in den Felsen. Hier sind wir gleich. Eine Kiste. Finden wir gut. Materialien für unser Boot? Nicht. Okay, da ist nichts drin. Und. Oh, warte mal. Okay, scheiße. Nur scheiße. Okay. Ready. Das war's. Keine Materialien für unser Boot, kein nichts. Gut. Gäbe es denn hier noch ein Wrack irgendwo? Lass uns das mal erforschen. Oh, ich dachte gerade, dass mein Reifen übereinander gestapelt hätte. Ich wollte schon innerlich abfeiern, aber irgendwie... Dann zacken wir gleich diese Dinger und dann ist gut. Ah, da hinten ist so ein Wrack. Aber wir haben noch Schlangen, wir müssen vorsichtig sein. Was ist, haben wir denn da vorne rumliegen? Warum haben wir das noch nicht mitgenommen? Warum? Okay. Finden wir cool, ne? Nehmen wir mal hier mit. Ja, außerdem habe ich noch gar nicht in die Kiste geguckt, die ich gerade mitgenommen habe. Das wollen wir als allererstes mal schnell erledigen. Wie gesagt, wir bräuchten noch einmal Planken optimalerweise, damit wir nochmal irgendwie ein Regal herstellen können. So, und nochmal hier. Upsi, pupsi. So, warte. Den nochmal abwerfen. Und den checken wir mal. Oh, das ist gut. Stoff weiß ich noch nicht. Hammer ist sehr gut. Aber nur, falls wir was finden. Es ist gut. Aber übrigens, das Schwein ist tot aus der letzten Folge. Das habe ich, und das hat doch nicht mehr viel Bedarf. Also gebraucht, meine ich. Um es endgültig zu ermorden. Hat eigentlich nur dieser Speer hier, den ich in der Hand halte, nochmal gebraucht. Und dann war aus die Maus. Dann war vorbei mit der Schweinerei. Okay, ist nichts. Das heißt, wir sind dann eigentlich quasi mit dieser Insel fertig. Und der Rest wäre noch Plünderung. Ja. Und Haikill. Gut, dann kümmern wir uns jetzt um den Hai. Schade eigentlich, ich habe gehofft, wir finden nochmal Planken. Wir brauchen eigentlich nochmal Planken. Wir könnten ja auch einfach... Guck mal, das ist noch ein Schwein. Wir könnten ja auch einfach weiterziehen. Moment mal, Pipi haben wir hier noch irgendwo rumliegen, ne? Alter Vater, ist hier was los auf der Insel, wa? Ordentlich mit Blaulicht und alles zugange. Nicht schlecht für so eine einsame Insel. Ja. Muki dazu. Schade, ich habe gehofft, wir finden echt nochmal Planken. Weil ganz im Ernst, ein Schwein zu töten, haben wir es nötig? Nee, müssen wir eigentlich nicht, ne? Aber es ist eine gute Grundbase quasi. Wir haben ja eigentlich alles, um zu überleben. Hier sind immer noch Schlangen, das dürfen wir nicht vergessen, ne? Gut, pass auf, wir kümmern uns einfach um den Hai. Einfach nur, weil der Hai ein Hai ist und weil wir keine Haie mögen. Aber auch ein bisschen Angst vor Haien haben. Deswegen töten wir alles. Wir sind groß, wir sind stark, wir töten Haie. Gut, wie gehen wir das jetzt an? Den schmeißen wir mal raus. Damit. So, dann machen wir hier mal. Na komm. Den rein. Und. Ne, da können wir gleich einen Speerschleuder mitbauen, hätte ich mal gesagt. Genau, da könnten wir meinen Hammer noch mit reinpacken.
Und dann sehen wir zu, dass wir gleich jede Menge, guck mal, die Holzdinger einmal einsammeln nachher alle und dann flott mal irgendwie, ne? Wir wissen schon. Aber vorher, wo habe ich jetzt mein Speer da? Das sind alle Speere vom Hai. Das waren 6 Speere, dann war der Hai tot. Und ein paar Hiebe so noch. Ich bin da mal gespannt, ob wir das nochmal so schaffen können. Oh, schade, hat nicht geklappt. Moment. Aber. Jetzt geht's. Um die Wurst. Gibt es hier eigentlich noch eine Insel weiter, wenn wir jetzt hier geradeaus weiterfahren? Oder sind wir am Ende unserer Reise angekommen? Weil hier sieht es nicht mehr so nach aus. Als ging es hier noch irgendwo. Wir müssten dann hier geradeaus zufahren. Ne, wie sind wir hergekommen? Doch, eigentlich von da hinten. Genau, und dann müssten wir dann hier dran vorbeifahren. Doch, da hinten geht es weiter irgendwie. Schauen wir mal. Mir fällt da was auf. Ich habe mir das anders vorgestellt. Ach schade, ich dachte, ich kann da hochbacken gerade. Na komm, mach das nochmal. Okay. Das wäre dann so eine Shark-Killer-Place gewesen. Base-Place. Würde man sagen. Das bringt nichts. Okay, dann machen wir es jetzt so. Wir reisen ab. Nein, noch nicht. Wir sammeln noch. Das heißt jetzt, ich gehe jetzt im Boot, schmeiß alle meine Speere dort rein. Ebenso wie meine Speerschleuder. Und dann werde ich hier nochmal schön einsammeln gehen hier. Dann hauen wir ab. Ich habe echt noch gehofft, dass wir einen Planken finden. Ey, das ärgert mich so ein bisschen schon. Moment mal, wieso habe ich hier einen einzelnen Knüppel drin? Der muss gleich hier raus. So, warte mal, wo haben wir von... Der wusste. Moment. So, da. Der muss hier mal raus. Upsi, pupsi. Den. Irgendwo halte ich hier gerade noch irgendwie so einen Speer in der Hand, ne? Was halte ich denn hier für einen Speer in der Hand? Ja. Habe ich mir fast gedacht. Warte mal. So. Den hier raus. So, und dann machen wir das so. Warte mal. Ne, warte mal. Ganz einfach. Da machen wir noch mal einen draus. Ups, genau. So, was haben wir hier unterhalb noch? Leder. Hatten wir dafür nicht einen anderen Ort gehabt? Eigentlich, den hier. Oh, guck mal hier. Und da ist das Speer. Dann machen wir es so. 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 Und so. Genau. Tuch soll hier rein. Hopp, hopp, hopp. Und geht nicht mehr. Schade. Dann machen wir das. Nein, jetzt nimmt das Tuch. Nimmt das in die Hand. Der Blödmann. So, können wir hier nochmal was? Jawohl. Tuch. Gerne. So. Hier haben wir Leder. Wo war denn da? Da war Leder jetzt, ne? Genau, das nehmen wir hier raus. Und stecken das hier rein. Wir brauchen auch nochmal irgendwie eine Spitzhacke tatsächlich. Das wäre mal wichtig. So. Dann können hier mein Speerwerfer rein. Samt Speere. Bop, bop. So. Und dann
holen wir uns den anderen Shit hier von Bord. Und dann ist Inka wach geworden. So. Da ist Pipi drinne. Warte mal, was ist hier in dieser Truhe drinne? Hier ist nur Stoff und der Hammer. Pass auf, dann lege ich die Dinger hier rein. Genau. Das wäre schon wichtig. Boah, weg damit. Klasse. So, und jetzt können wir hier nochmal Zeugs reinlegen. Es wäre so gut, wenn wir einfach nochmal irgendwas finden würden. Mit Planken. Da könnten wir echt nochmal ein Regal bauen. Ja. So laufen wir Gefahr, dass Inka irgendwas runterschmeißt und dann hier die ganze Bude zum Erschrecken bringt. Alter, ich habe mich gerade zu Tode erschrocken, Alter. Sie steht da und lacht. Zwei Teller kaputt gemacht hat Inka. Du schmeißt was runter und macht einfach zwei Teller kaputt. Ich glaube, es liegt daran, weil Inka noch nicht so ganz wach ist, ne? Ist natürlich echt ein bisschen blöd, wenn die Sachen hier aber so rumliegen. Sieht ein bisschen unordentlich aus, aber was soll's. Ja, so übereinander gestapelt passt mir das auch ganz gut. So. Jetzt sammeln wir uns das Holz ein. Und dann reisen wir weiter. Aber wir können das eigentlich so als Plünderinsel einfach nur nehmen. Und wir haben auf dem Rückweg doch... Wir haben doch auf dem Rückweg ein Wrack mit Dings. Mit Reifen und so und alles. Und dann können wir hier uns nochmal schnell noch Seile machen. Das ist eine gute Idee. Oh nein. Das darf jetzt nicht wahr sein. Ernsthaft. Das Spiel ist so gut, dass es manchmal mich zu Tränen rührt. Scheiße. So. Die Sucherei immer, ne? Man weiß immer nicht, wo man den ganzen Shit lässt. Den man irgendwie nachher doch noch braucht. Ich dachte gerade, da war ein Wal neben mir, ey. Okay, da sind Potatoes drin. Eigentlich sind die Kisten hier alle so gut wie leer. Komm, ich hab doch noch... Guck mal, ich hab hier Speere drin, Alter. Die müssen auch nochmal umsortiert werden. Hier ist leer. Komisch. Wo ist denn jetzt das, was ich brauche? Meine Steindings hier bumsen. Hä? Hat jemand schon mal was mit der Angel gefangen, ne? Gibt es einen Mensch auf dieser Welt, der mit dieser Angel hier schon mal was gefangen hat? Wahrscheinlich nicht. Och, Kinder, es kommt. Das darf doch jetzt nicht wahr sein. Was ist das? Muss das denn so laut rumtröten? Hä? So, und das, das. Jetzt gibt's nichts mehr. Hä, ich hab doch noch gehabt. Ey, das ist irre. Das verschwindet einfach manchmal so. Einfach so, ohne gefragt zu werden, verschwindet das. Na, dann müssen wir es eben mal so machen. Gut, einmal nochmal eine Axt herstellen. Und dann... den Shit einsammeln hier. Hätte ich das mal gleich gewusst, ne? Mach doch mal. Hat er nicht hergestellt? Jetzt hätte ich zweimal davon hergestellt. Egal. So, wir fragen nicht. Hätte ich das gemacht... Warum habe ich kein Leder mitgenommen? So. Wo ist denn die Axt? Da haben wir sie. So, und jetzt brauchen wir noch einmal Leder, dann haben wir wieder eine vernünftige Axt am Start. Upsi, pupsi. So.
Ach komm schon, ich hab doch das jetzt mitgenommen. Was willst du noch? Ich hab die Axt, ich hab Leder, was willst du noch? Erzähl's mir, genau. Da. Ich hab doch zweimal gemacht. Oder mache ich auch damit zweimal? Ja, tatsächlich. Oh. Das ist ja nicht so gut. Schade, und ich war auch der Meinung, ich hätte hier noch so ein Tool gehabt. Ich hab doch so ein Tool, ey. Ich schwöre, ich hab so ein Tool. Verstehe ich nicht. Ist mir absolut ein Rätsel, wie das denn. Wie ich das auf einmal nicht mehr haben kann. Ja, dann mal los. Schade, ich wollte mir einmal noch Seil noch mal mitnehmen für weil ich mir mein Boot weiterbauen wollte eigentlich. Jetzt werde ich wohlmöglich alles verbrauchen. Was natürlich ziemlich tragisch ist. Fürchte das hohe Gras. So, das Happy. Guck mal hier. Dafür brauchen wir unbedingt eine Spitzhacke, das hier abzubauen mal. Den Shit. Wir müssen hier tatsächlich nochmal auf dieser Insel bleiben. Wir müssen hier nicht weg. Guck mal, was wir hier noch alles abbauen können. Das müssen wir alles haben. Ich habe das Gefühl, nur dann können wir auch unsere Dingenskirchen machen. Oh. Alter, lieber mal weghüpfen, ne? Vor allem sehe ich diese Mistkröten nicht, ne? Also, wir bleiben noch auf dieser Insel, um Spitzhacke und dann diesen Shit hier abzubauen. Das ist der Plan. So läuft das. Bam. Da. In your face, Mann. So, gucken wir mal, was wir hier noch haben. Ansonsten ist hier Chico für heute. Den Rest machen wir ohne euch. Weil als nächstes Mal müssen wir zurück wahrscheinlich fahren. Oder wir fahren... Warte mal, wir kommen von dort, ne? Das ist eigentlich unser Dings da. Wir müssen uns einfach mal gucken, dass wir Kompass oder... das kartografieren können oder so. Ich weiß es nicht. Irgendwie muss es gehen, dass wir wissen, wo wir überhaupt sind, eine Orientierung haben. Weil ich fahre jetzt gerade den äußeren Rand nur ab. Das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Wir müssen auch mal irgendwo innerlich das verinnerlichen. Ne? Und ja. Gucken wir mal. Also, meine lieben Leute, das war's wieder für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal.